Moin Leute, herzlich willkommen zu meiner kleinen Talkshow. Ich habe ja schon zweimal Gäste bei mir gehabt. Vor einigen Monaten hatte ich den Ben Bernschneider hier. Da haben wir so einen kleinen Talk gemacht unter Fotografen. Und vor einigen Wochen war ich in Berlin. Da habe ich den Onro getroffen. Und da haben wir auch so ein kleines Interview gemacht. Da das insgesamt ganz gut ankam, habe ich mir überlegt, Mensch, warum nicht einfach ja, so ein kleines Format daraus machen, mit Fotografen, für Fotografen, also quasi so eine kleine Talksendung. Dafür haben wir unser Studio so ein bisschen aufgerüstet. Wir haben hier zum Beispiel eine etwas längere Wand, weil wir etwas mehr Hintergrund brauchten. Wir haben einen schönen neuen Tisch und ja, das war es dann leider auch schon. Stühle musste ich erstmal meiner Frau vom Esstisch klauen. Also hier soll alles noch ein bisschen netter werden mit Regalen im Hintergrund und so weiter. Wir schneiden quasi auch live, das heißt, wir haben jetzt hier insgesamt vier Kameras sogar, wo wir dann direkt das Bild umschneiden können, um uns dann halt auch so ein bisschen ja, Nachbearbeitung, Post-Production zu ersparen. Das heißt, irgendwann könnten wir sogar theoretisch mit der ganzen Geschichte live senden. Aber gut, das sind technische Einzelheiten. Eigentlich hätte ich ganz gerne erstmal alles fertig gemacht, aber es ergab sich eine wunderbare Chance. Und zwar habe ich vor einigen Wochen in Prag den Thomas Leuthardt kennengelernt. Den kennt ihr vielleicht, ein Streetfotograf aus der Schweiz. Und der hat mir erzählt, dass er nach Hamburg kommt. Und dann haben wir uns sofort verabredet. Ja, diese Verabredung, die ist quasi heute. Und da habe ich gesagt, Mensch Thomas, hast du nicht einfach Lust, dass wir ja diese erste Sendung quasi wie eine Testsendung aufnehmen in unserem halbfertigen Studio? Ja, und ich freue mich ganz besonders. Habe mir natürlich auch das passende Outfit besorgt. Hallo Thomas. Hallo Patrick. Moin, mein Lieber. So, wir müssen uns erstmal zurechtsetzen. Okay. Thomas, ich denke, einige Leute, die kennen dich. Du bist ja nicht so ganz unbekannt. Nichtsdestotrotz gebietet es die Höflichkeit, dass du dich einmal vorstellst, was du so machst, wo kommst du her? Ich bin Thomas Leuthardt, komme aus der Schweiz, wie man unschwer hören kann. Bin Streetfotograf, mache das aber nur nebenbei. Ich arbeite zu 60% in der IT für den Kanton, das ist wie das Bundesland. Dort bin ich im Support tätig, also wenn der Kunde anruft und der Service Desk nicht weiter weiß, kommt es zu mir. Mache ein bisschen Projektmanagement, kümmere mich um die Lizenzen und das jeweils von Montag bis Freitag vormittags. Also den ganzen Nachmittag kann ich fotografieren gehen, wenn ich möchte. Und reise auch sehr oft, so 1 bis 2 Mal im Monat gehe ich irgendwo hin, um zu fotografieren und um das Leben zu dokumentieren als Streetfotograf. Mit dem Teilzeitjob unterstreichst du ja jetzt das Gerücht, dass die Schweizer wahnsinnig viel Geld verdienen und Berge anhäufen. Das kommt leider immer wieder zur Sprache. Das Problem ist auch, dass die Schweiz unglaublich teuer ist. Also ich verdiene relativ gut. Es kostet aber auch sehr viel, in der Schweiz zu wohnen. Deshalb ist es wahrscheinlich günstiger, einen Großteil im Ausland zu verbringen. Deshalb reise ich so oft, damit es nicht zu teuer wird. Also nee. Geld in der Schweiz anhäufen und dann genau. Ab. Nee, Spaß beiseite. Es ist schon so, Informatik ist gut bezahlt, der Kanton zahlt gut. Ich habe keine Familie, keine Kinder. Also ich habe eigentlich da gespart, wo es am meisten wehtut. Und einen guten Job. Und deshalb reicht es mir, meinem Hobby nachzugehen. Ich verdiene auch ein bisschen mit der Fotografie, also so gleicht sich das sehr gut aus. Ja, ich finde das ehrlich gesagt bewundernswert, weil es gibt ja sehr viele Leute, die immer sagen Karriere, Karriere, Karriere und die würden nicht auf die Idee kommen, 60% zu arbeiten, sondern eher 120%. Und dann hört man natürlich immer das Gleiche, ich habe keine Zeit. Mhm. Ich habe keine Zeit. Ich würde gerne mehr fotografieren, aber ich habe keine Zeit. Und so gesehen finde ich das schon ganz bewundernswert. Also ich habe sehr viel Zeit durch das. Also Zeit ist für mich kein Thema mehr. Man denkt immer, wenn man vielleicht mal eine Stunde nichts tut oder auf dem Sofa liegt bei schönem Wetter, dass man die Zeit verschwendet. Aber wenn du genug Zeit hast, dann ist es vollkommen egal. Aber es ist auch so, dass ja, wenn du zu viel Zeit hast oder sehr viel Zeit hast, dann irgendwann kannst du auch nicht den ganzen Tag fotografieren gehen. Das geht auch nicht. Mhm. Das Problem ist auch, wenn du nachmittags Zeit hast, alle deine Kollegen, die arbeiten dann. Ja, ich kenne das. Als Hochzeitsfotograf ist man immer am Wochenende genau. Unterwegs und such mal Sonntagabend jemanden, der mit dir einen trinken geht. Mhm. Ja, das ist genau das. Das ist auch das Problem mit den Workshops. Die finden meistens dann am Wochenende statt, weil die meisten Fotografen machen das ja auch nur nebenbei. Also haben am Wochenende Zeit. Ich kann nicht an einem Mittwoch einen Workshop machen, dann kommt wahrscheinlich keiner. Also würde ich an einem Wochenende sehr viel arbeiten, wenn ich das nur hauptberuflich machen würde.
Also von dem her ist die Mischung halbtags arbeiten und den halben Tag halt Fotografie, Internet, was weiß ich, eine sehr gute Lösung. Du hast aber auch keine Ambitionen, dass du sagst, Mensch, ich möchte gerne nur von der Fotografie leben, das ist jetzt, und den Job komplett aufgeben? Ich möchte das eigentlich nicht. Einerseits, ich könnte es im Moment, weil in diesem Jahr habe ich schon sehr gut verdient mit gewissen Sachen, aber es wäre dann auch zu einseitig, weil ich habe dann den ganzen Tag Zeit, ich müsste dann aber auch rausgehen und gute Bilder machen, habe ich einen gewissen Druck. Und um gleich viel Geld zu verdienen wie mit meinem 60%-Job mit Streetfotografie ist schon sehr, sehr schwierig, weil ich kann ja nicht den Leuten Geld abknöpfen, die ich fotografiere. Ja, und dann so wie du das machst. Ja, und dann verdient man natürlich auch so ein bisschen die Leichtigkeit, ne? Genau, es ist eine ganz andere Motivation. Man hat dann auch kein Hobby mehr. Man ist gezwungen, eben Geld zu generieren. Und das ist nicht, finde ich, nicht spannend. Jetzt ist das viel besser. Ich kann, wenn ich Lust habe, rausgehen. Wenn ich keine Lust habe, bleibe ich zu Hause. Wer sein Hobby zum Beruf macht, braucht ein neues Hobby. Das kommt noch dazu. Also ich möchte kein anderes Hobby suchen. Wie bist du zur Fotografie gekommen? Ist es so ein klassischer Werdegang? Der Opa hat dir irgendwann eine Kamera geschenkt oder... Nee, in meiner Familie fotografiert niemand. Ich bin vor rund 7 Jahren mal geschäftlich unterwegs gewesen in Tel Aviv, habe dort in einer Computerzeitschrift geblättert und da war eine Beilage dabei zum Thema DSLR, also Spiegelreflexkameras. Da habe ich mir gedacht, gut, könnte es mal ausprobieren, weil ich bin auch ein IT, in der IT bist du immer so mit Technologie betraut und versuchst da gewisse Dinge auszuprobieren. Habe ich mir die günstigste bestellt, das war eine Nikon D40. Mit 3 Autofokuspunkten, habe einen Kameragrundkurs gebucht und das mal ausprobiert. Und dann sehr schnell festgestellt, dass das eine ziemliche Herausforderung ist, weil du drückst da mal ab und denkst, das Bild ist langweilig und guckst dir andere Bilder an und denkst, wie haben die das gemacht? Und dann wird dann die Neugier und die Herausforderung wird dann immer größer, das auch so machen zu wollen. Und ja, das hat mich dann angefixt und dann bin ich dann immer weiter gegangen, habe dann noch einen Lehrgang gebucht, wo man auch so die grundlegenden Sachen der Fotografie vermittelt bekommt, so Porträt, Landschaft, einfach alles quer durch. Und dann habe ich das gemerkt, dass es dann nicht das, was ich möchte, das Gestellte, das Inszenierte, ist zwar schön, wenn ich mit einer Lampe das Licht steuern kann, aber irgendwie ist das, was man tagtäglich überall in allen Magazinen, auf allen Plakaten sieht. Und das hat mich nicht angesprochen. Gleichzeitig, also im gleichen Jahr, vor 7 Jahren, war ich auch in Peking an den Olympischen Spielen für meinen Arbeitgeber damals. Ich arbeitete für Johnson & Johnson. Die waren Hauptsponsor und da musste ich meinen IT-Job in 3,5 Wochen lang in Peking machen. Ach nee, wie schlimm. War sehr schlimm. Musste da halbtags, eigentlich war es ein Ganztagsjob, aber von sehr früh bis mittags und den zweiten Teil von mittags bis sehr spät arbeiten. Hatte also immer einen halben Tag Zeit. Bin dann sehr viel durch die Straßen gelaufen und habe da gesehen, was da alles abgeht auf der Straße. Also man sah da sehr viele Leute, natürlich alle chinesischen Ursprungs, die da Sachen transportiert haben, die mit unterschiedlichen Fahrrädern unterwegs waren, reiche Leute, arme Leute. Und das hat mich so stark fasziniert und angesprochen, dass ich da sehr viele Bilder gemacht habe. Und das war eigentlich der Ursprung zur Streetfotografie. War das so ein bisschen der Reiz des Unbekannten, dass man Dinge, weil wir kennen das ja nicht so. Also klar, wir kennen natürlich Bilder aus Asien, aus unterschiedlichsten Ländern. Aber es ist ja nicht unser typisches Straßenbild. Richtig, also es ist sicher das Unbekannte, sicher das, ja, also das, was da, dort normal ist, ist für uns sehr speziell. Aber irgendwie hat es dann auch durchgeschlagen, dass ich hier in der Schweiz Bilder auf der Straße gemacht habe und dann halt einfach Motive gesucht habe, die für unsere Verhältnisse auch interessant oder spannend sind, obwohl sie bei uns normal auf der Straße passiert sind. Also einen normalen Moment außergewöhnlich darstellen oder einen außergewöhnlichen Moment suchen in einem normalen Straßenbild bei uns auf der Straße. Bist du denn, wenn du reist, bist du auch mehr so der, sag ich mal, so derjenige, der in exotische Länder reist, so ein bisschen östlich, asiatisch, bist du mehr so der Indien-Typ oder halt auch so die westlichen Länder, ich sag mal Klassiker wie USA, hast du da gewisse Vorlieben oder sagst du egal, Hauptsache Straßen? Grundsätzlich schon Hauptsache Straße. Also ich war schon in westlichen Ländern, ich mag eigentlich die Metropolen nicht besonders, obwohl das für viele ansprechend ist, so New York, London, Paris,
war ich überall schon, aber die richtig interessanten Länder sind wie zum Beispiel Städte wie Beirut oder Erivan in Armenien oder Marokko. Ich war vor 2 Wochen in Indien. Also ich mag Länder, die vielleicht noch nicht so etabliert oder entwickelt sind, weil man da halt sehr viele Dinge sieht, die man bei uns nicht mehr sieht. Oder man sieht da, wie die Menschen leben und realisiert eigentlich, wie gut wir es hier haben. Also ich war auch in Äthiopien vor 6 Monaten und da habe ich gesehen, dass wir hier bei uns auf der Straße oder die Leute, die hier rumlaufen, die sehen alle nicht sehr glücklich aus. Und in solchen Ländern, wo sie eigentlich sehr wenig haben, habe ich sehr viel oder viel mehr glückliche oder lachende Gesichter gesehen als bei uns auf der Straße. Und das gibt einem schon zu denken, also dass wir eigentlich alles haben, aber trotzdem nicht glücklich sind. Und das ist das, was mich am meisten auch fasziniert oder auch geprägt hat, dass man, ich bin in einem Land aufgewachsen, da, ja, klar gibt es bei uns auch ein bisschen Armut, aber das ist eigentlich nichts im Vergleich zu anderen Ländern. Also bei uns hat jeder ein Dach über dem Kopf oder fast jeder ein Dach über dem Kopf. Jeder hat mehr oder weniger genug zu essen. Oder, ja, also die Leute haben zwar Probleme, wo eigentlich gar keine sind. Mhm. Ja, man möchte halt immer, ja, man ist halt irgendwann satt und ich sag mal, wer keine Probleme hat, der sucht sich halt dann welche. Ne? Das ist so. Man meckert dann quasi über Trivialitäten, wo andere sagen würden, Mensch, das wäre schön. Ja. Also so gesehen, ja, muss man da einfach auch mal einen Moment drüber nachdenken. Gut, auf der anderen Seite muss man sagen, es ist eigentlich auch schön, dass es uns so gut geht, aber man sollte eigentlich meiner Meinung nach nie vergessen, das schätzen zu lernen. Genau. Man darf es nicht als selbstverständlich ansehen. Das ist genau das Problem, dass wir das nicht mehr schätzen, das, was wir eigentlich haben. Ja. Gibt es irgendwie so ein Wunschland, wo du sagst, Mensch, schwer erreichbar für mich oder möchte ich mal hin? Nee, eigentlich nicht. Ich war in Südamerika noch nicht so oft. Ich war letztes Jahr in Sao Paulo, aber ich möchte noch weiter da ein bisschen Südamerika bereisen. Afrika, ja, gibt es sicher noch Lagos zum Beispiel, habe ich kürzlich eine Dokumentation gesehen, wie sie da mit Recycling sehr viel machen. Also es gibt noch einige Länder, die reisenswert sind. Das Schöne ist halt, dass wir von uns aus fast überall hinkommen, relativ einfach, auch mehr oder weniger erschwinglich und dass wir uns das leisten können. Also von dem her, ich habe genug Zeit, ich habe genug Ressourcen, also es gibt sicher noch viel zu reisen. Ist die nächste Reise schon geplant? Oder? Ja, ich habe bis im November geplant. Also ich plane immer etwa ein halbes Jahr im Voraus, also das sind Tests. Ja, aber du musst ja, einerseits habe ich Zeit, ich weiß ja, wann ich etwa gehen möchte. Ich habe keine Familie, ich kann da gehen, wenn es günstig ist oder wenn die Flugpreise am besten sind, also nicht zu Ferienzeiten, sondern außerhalb. Ja, und ich muss ein bisschen planen, damit ich auch weiß, wo ich hin möchte. Ich kann nicht heute sagen, morgen fliege ich dahin. Das ist einerseits dann nicht möglich oder es ist zu teuer. Also ich gehe zum Beispiel im Mai nach Island, nicht unbedingt Street-Fotografie-Destination. Ich gehe im Juni nach Chicago, da gebe ich einen Workshop. Dann muss ich überlegen, im November nach Muscat. Da gab es einen günstigen Flug, da konnte ich nicht widerstehen. Nehmen wir einfach mal mit. Ja. Ja, da war ich noch nie. Ich muss sagen, überall, wo ich noch nie war, wo es einigermaßen günstig ist, da gehe ich mal hin, um zu schauen, wie es da ausschaut. Also wenn es jetzt nicht gerade eine komplett abgefahrene Destination ist, aber wenn es ein bisschen groß ist, interessant, dann schaue ich mir das an. Ja, bewundernswert. Und ich denke mal, da werden dich einige auch ein bisschen drum beneiden. Eine Frage noch. Du hast gerade Workshops angesprochen. Du spendest ja einen Teil deiner Workshop-Einnahmen für soziale Projekte. Erzähl da mal 1-2 Sätze drüber. Liegt dir da irgendwas besonders am Herzen? Also es ist nicht ein Teil der Einnahmen, sondern es sind gezielt Workshops, die ich für soziale Einrichtungen mache. Also es war das erste Mal etwa vor 2 Jahren in München. Da hat mich jemand angefragt, der mit dem BIS-Magazin, das ist die Straßenzeitung von München, einen Workshop machen wollte und einen Teil spenden wollte. Dann habe ich dem gesagt, klar, bin ich dabei, wir spenden einfach alles und kommunizieren das auch ganz klar. Haben den Preis auch relativ hoch angesetzt und gesagt, der ganze Beitrag wird gespendet. Und das ist sehr gut angekommen, hat sich auch sehr, sehr gut angefühlt. Und dann ging es weiter mit Köln, habe ich 3 Workshops gegeben in den letzten 1,5 Jahren. Und es fühlt sich einfach viel, viel besser an, wenn ich da die ganzen Einnahmen spenden kann und was Gutes tun kann. Und das Schöne ist an einem Straßenmagazin, das sind Leute, die auf der Straße Hefte verkaufen. Jeder Streetfotograf kennt die Leute, jeder kennt Bettler oder Obdachlose. Das sind die Leute,
denen dann das Geld zugutekommt. Also man gibt eigentlich der Straße was zurück. Manchmal sind solche Motive auch Bestandteil unserer Bilder, obwohl es vielleicht ein bisschen umstritten ist. Aber das gehört eigentlich zur normalen Straßenszene, dass man auch einen Bettler oder einen Obdachlosen sieht. Also wir machen eigentlich einen Workshop und geben der Straße was zurück, die eigentlich uns ja die Bilder liefert. Super. Ja, über das Thema Streetfotografie werden wir gleich noch mal ein bisschen näher sprechen. Also wir werden natürlich auch um die ganze rechtliche Diskussion nicht drum herum kommen. Gerade Deutschland, da ist ja prädestiniert dafür. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause. Wir nehmen unseren Talk, unsere Interviews einfach in kleinen Etappen auf und haben jeweils so Themenblöcke. Das hat so ein bisschen technische Gründe, aber auch damit wir nachher nicht ein Riesenvideo haben, was irgendwie eine Stunde oder länger läuft, sondern ihr euch das auch in Etappen angucken könnt. Wir sind gleich wieder da.